Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Lukas-Evangelium. Der Herr antwortete, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Oh, welche große Verantwortung haben wir Priester. Die letzten Jahre haben wir viel von Missbrauch gehört, den Priester begangen haben. Auch Jesus spricht sehr strenge Worte über Hirten, die andere misshandeln. Wenn sie sich nicht bekehren, dann erwartet sie schwerste Strafe. Zur großen Verantwortung der Priester gehört aber auch, die Lehre des Evangeliums unverfälscht weiterzugeben. Sagt doch der heilige Paulus, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. So bereitet es mir große Sorgen, dass manche Priester wichtige Lehren aus dem Evangelium den Menschen vorenthalten und nicht mehr die ganze Wahrheit des Evangeliums verkünden. Einmal hatte ich ein Gespräch mit einer Person. Liebevoll erklärte ich ihr, dass ich ihr jetzt schön tun könne. Doch eines Tages wird sie beim letzten Gericht mich anklagen und sagen, du Priester, hast die ganze Wahrheit gewusst. Warum hast du sie mir damals verschwiegen? So segnete ich sie, damit sie ihr Leben in Ordnung bringen könne. Später traf ich sie wieder. Freudestrahlend erzählte sie mir, das Gespräch habe sie stark beschäftigt. Doch jetzt habe sie alles vor Gott in Ordnung bringen können und sei überglücklich. Erlaubt mir dazu, den heiligen Antonius Maria Claret zu zitieren, dessen Gedenktag wir gestern gefeiert haben. Er sagt, ich sage oft zu mir selbst, der Glaube lehrt, dass es einen Himmel für die Guten und eine Hölle für die Bösen gibt. Der Glaube lehrt, dass die Höllenstrafe ewig währt. Der Glaube lehrt, dass eine einzige Todsünde ausreicht, damit die Seele verdammt wird. Aufgrund der unendlichen Verwerflichkeit der Todsünde, die ja eine Beleidigung des unendlichen Gottes ist. Diese absoluten Gewissheiten vorausgesetzt, wie könnte ich ruhig bleiben, wenn ich sehe, wie leichtfertig Sünden begangen werden? Wie viele Leute im Zustand der Todsünde verharren und so auf den Tod und auf die Hölle zu gehen. Ich muss laufen, schreien. Ich sage mir, wenn ich jemanden sehe, der gleich in einen Brunnen, in ein brennendes Feuer fallen wird, laufe ich doch bestimmt sofort los und schreie, damit ich ihn noch zurückhalten kann. Warum soll ich nicht ebenso handeln, um Menschen daran zu hindern, sich in die Glut der Hölle zu stürzen? Soweit die Worte dieses Heiligen. Ja, beten wir Mut für die Priester, damit sie Gott mehr fürchten als die Menschen und ihnen mutig zur rechten Zeit die geistige Nahrung zuteilen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unser heiligen Schutzengel, des heiligen Antonius Maria Claret und alle Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte dich alle Flüche, Verwünschungen,
negativen Festlegungen, die euch in eure Familien getroffen haben, und setzt euch frei davon. Im Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich wieder alles Negative ab, was euch von Menschen, Dingen, Orten, schlechten Schriften, Filmen, Bildern, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte wasche wieder unser Gedächtnis, unsere Erinnerung, unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie rein, damit wir ganz frei sind für deinen Willen. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes dich von all deinen Ängsten und Sorgen, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, stärke, heile und schütze dich der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.